Nein, es weihnachtet noch nicht. Aber viele YouTuber haben ja die Lichterkette im Hintergrund. Ich habe sie um Hals. Und damit drehe ich heute ein Haul für euch. Ja. Oder wollt ihr mich im ganzen Licht sehen? Soll ich mal Licht anmachen? Steht mir doch, oder? Steht mir doch. Ich habe ein Haul für euch. Ich war in dem, guck mal, steht, kann man doch so tragen, oder? Ist doch ein nettes Accessoire. Oder nicht? Doch. Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Haul. Und wie gesagt, viele YouTuber haben die Lichterkette im Hintergrund. Ich habe sie im Vordergrund, oder? Frau Rossmann, was sagen Sie dazu? Ja. Steht's mir oder steht's mir nicht? Steht sag doch mal Hallo, komm doch mal runter und sag Hallo. Guten Tag. Hallöchen, Frau Rossmann. Wir waren nicht heute beim Brustkrebsvorsorge-Screening, wo wir alle 2 Jahre hin müssen. Und danach waren wir noch ein bisschen shoppen. Ein bisschen. Jetzt sind wir gerade rein. Jetzt ist es, wie spät ist denn das? 12:30 sind wir los. 16:08. 16:08 ist es jetzt, genau. Ja, was haltet ihr von dieser Idee? Ist sie eine schöne Lichterkette? Habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Weg mal abmachen, wa? Naja, du kriegst dann, das nächste Mal kriegst du dann hier noch so deine Dinger so um, dann stelle ich dich dann zu Weihnachten hin als Baum. Als Weihnachtsbaum, wa? Als Weihnachtsbaum. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Tell me what you want, tell me how you want it. Kleiner Scherz am Rande. Wir verpeilten. Hast du mir alles rausgeholt? Genau. Na, da fehlt doch noch was, die Wimpern, die klimpern. Die liegen doch auch schon da irgendwo. Nee. Hier liegt nichts. Ach da, okay. Also wir waren bei DM. Ich habe jetzt zum Geburtstag eine Gutscheinkarte bekommen von meinem Zwillingsbruder und Frau. Und ich habe einen ergattern können. Den Hardys Shade. Der heißt, ich habe jetzt keine Brille auf, aber ich glaube, das ist der. Und yes, baby. Und der Tee ist wirklich hot. Das ist so eine schöne Farbe. Ich freue mich schon. Ja, Jenny, ich hätte dir gerne einen mitgebracht, aber der Tester war da noch zu, der Tester von der Palette war noch da und der Tester vom Bronzer war da. Und ich glaube, der Bronzer wäre mir zu hell, aber ich würde ihn trotzdem nehmen, wenn ich ihn kriegen würde. Und das war der letzte aus dieser Farbe. Die anderen dunklen, die dunklen hatten sie noch, aber den trage ich selber nicht, aber den hatten sie nur einmal, sonst hätte ich dir gerne einen mitgebracht, Jenny, wirklich, glaub mir. So, das habe ich mir gekauft. Dann war ich bei Primark, mag ja gerne diese kurzen Socken. Ich mach mal ein bisschen heller, ne, oder? So. Die kamen jetzt, wann wir sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Paar 1,50. Also, da kann man ja wirklich nicht meckern, ne? Weil die trage ich am liebsten, auch im Winter. Ich trage die am liebsten, ja. Dann habe ich mir Wimpern mitgenommen. Dann probiere die teuren mal aus. Was heißt teuer? 6 Euro sind schon. Da gibt ja auch die preiswerten, aber die will ich mal ausprobieren. Das sind die. Oh Gott. New York. Dann habe ich mir einmal von Duo den blauen Wimpernkleber. Mit dem komme ich am besten klar mitgenommen. Der kam 6 Euro. So, dann waren wir bei Deichmann. Ich habe mir diese Schuhe gekauft, passend zu meinen Haaren, so in etwa, in Peach. Und die sind jetzt runtergesetzt. Was habe ich denn jetzt bezahlt? 17 Euro, ja. Die fand ich sehr schön. Auf diese Farbe stehe ich ja momentan.
Die kamen über 22 Euro. Die sind von Victory. Ja, 22 Euro. Und die Omi hat sich die auch mitgenommen, auch in Schwarz. Dann war ich, oh, ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Wir waren jetzt auch Sushi essen. Lecker. Dann habe ich mitgenommen einmal gestern, das war gestern bei Rossmann, einmal Cookie Dent Reiniger Aktiv Plus für Zahnersatz. Also nicht nur für Komplettgebiss, sondern auch für Zahnersatz kann man das nehmen, für rausnehmbaren Zahnersatz zum Putzen. Und diese, ich meine, wir sind alle in dem, also ich bin in dem Alter, wo man schon Zahnersatz, herausnehmbaren Zahnersatz hat. Denn diese Bürste zum Putzen des Zahnersatz, das war im Angebot statt 5,2 € und die Bürste 1,29 €. So. Okay, und da ich ja nun, habe ich jetzt alles? Ja. Und da ja, meine gesammelten Werke, was ich so gesammelt habe, in alles in den Adventskalender geht, habe ich jetzt wieder neu gekauft für die nächste, für die 1000 Abonnentenverlosung habe ich schon mal 2 Paletten gekauft. Ja, also die kamen jetzt 4,99 € plus 40%, weil 30% so, 10% mit der Ab, habe ich 3 Euro noch was bezahlt. Und die gehen schon mal in die nächste, in die 1000er Abonnentenverlosung mit rein, weil ich muss ja jetzt wieder ein bisschen sammeln. Ja. Ach, und dann, ach, möchte ich mich mal bei euch recht herzlich bedanken, dass mein Video mit dem Adventskalender, mit dem Unboxing des Adventskalenders so gut angekommen ist und dass ihr so viel Resonanz kam und dass ihr, oh, das finde ich, oh, hat mich sprachlos gemacht, macht mich immer noch sprachlos. Ist, ja, toll, ich freue mich auf die Zeit mit euch und Irmi hat jetzt gesagt, und sie wird die Sachen einpacken, damit ich nicht weiß, was in den Päckchen drin ist. Also so bin ich dann auch überrascht, was am 1., 2., 3., 4., 5. drin ist. Und ja, hat die Irmi vorgeschlagen, dass sie das so macht, dass sie das einpackt, ohne zu wissen, also ohne dass ich weiß, was im jeweiligen Päckchen drin ist. Jo, und das war's von mir. Achso, wenn mich jemand fragt, was ich heute, ich hole euch mal ran, ich weiß, sind meine Augen noch gut? Naja. Ein bisschen. Ich hole euch auch mal ran. Ich zeige euch nochmal. Und zwar ist es dieser, der auch in den Adventskalender gegangen ist, ne? Weil den habe ich ja auch. Und es ist so eine, komm, mach scharf, so eine schöne Farbe. Okay, ich habe den jetzt schon eine Weile drauf. Aber er sitzt noch. Doch, er sitzt noch. Habe ja eine Basis drunter. Und der ist so schön. Freut euch drauf. Und euch drauf. Okay, ich bin jetzt groggy, ich bin fertig. Ich werde mich jetzt ausruhen und nachher schön das heiße Bad nehmen. Und wie gesagt, ich freue mich einfach, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich. Und ich freue mich auf die Zeit, die noch kommt mit euch zusammen. Und ach, ich denke, wir können eine tolle Community aufbauen und desto größer sie wird, desto schöner ist es und ja, ich freue mich echt. In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, eine schöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!